Helene Fischer gibt sich nach fast einem Jahr Pause wieder einmal die Ehre. Für ihre Weihnachtsshow hat sie unter anderem Thomas Gottschalk eingeladen. Ihre Fans dürfen sich schon freuen, 2020 lässt Helene sie nicht hängen. Für Fans von Schlagersängerin Helene Fischer gibt es das größte Weihnachtsgeschenk seit einigen Jahren traditionell am ersten Weihnachtstag. Denn am 25. Dezember läuft auch in diesem Jahr im ZDF die Helene Fischer Show. Wenn alle Geschenke längst ausgepackt sind und die erste Gänsekeule verschlungen wurde, bittet Helene Fischer zum dreistündigen Tanzabend. Nach einem Jahr Helene Abstinenz sicherlich für viele Fans ein Comeback der besonderen Art. Aufgezeichnet wird die Helene Fischer Show am 13. Dezember 2019 und 14. Dezember 2019 in der Messehalle 6 der Messe Düsseldorf. Die Helene Fischer Show, das sind die Gäste am 25. Dezember 2019 im ZDF. Eingeladen hat Helene Fischer auch in diesem Jahr zahlreiche nationale und internationale Musikgäste. Wie das ZDF bereits jetzt wissen lässt, sind Engelbert, Backstreet Boy Nick Carter, Roland Kaiser und Howard Carpendale, Josh Groban, Andreas Gabalier, Mark Forster, Michelle Hunziker und Freya Ridings mit von der Partie. Daneben dürfen sich die Zuschauer bei Helene Fischer auf Bülent Ceylan, Martina Hill und Ralf Schmitz freuen. Helene Fischer singt mit Thomas Gottschalk, Heinz Hönig und Mark Keller. Una, das Musical-Ensemble der Babston, die Chorgruppe Gregorian, Crossed Swords Pipes und Drums aus Schottland, die 20er-Jahre-Show Berlin Berlin sowie aus dem Libanon die Transformation Maya sind als weitere Gäste für die Helene Fischer Show angekündigt. Daneben darf man gespannt sein, wie sich Thomas Gottschalk, Heinz Hönig und Mark Keller an der Seite von Helene Fischer schlagen werden. Sie interpretieren zusammen mit der Schlagergigantin das Musical My Fair Lady. Helene Fischer, neuer Kalender für 2020. Und falls Helene Fischer beschließen sollte, auch im kommenden Jahr noch zu pausieren, gibt es für echte Fans zumindest einen kleinen Trost. Der neue Wandkalender der Schlagersängerin ist ab sofort auf der Webseite von Helene Fischer käuflich zu erwerben. Als Motive habe Helene die besten Bilder ihrer letzten Stadiontour ausgesucht, wird da versprochen. Ohne Versandkosten sind Helene-Fans mit 24,90 € dabei und werden 2020 garantiert nicht hängen gelassen. Darauf haben sie sicherlich schon eine ganze Weile gewartet.